Hugo Fiege, wir sind hier in den Räumlichkeiten des Fiege-Museums. Soeben hat Frau Schaber die Bierkutschermütze bekommen. Warum haben Sie sich für Frau Schaber entschieden? Ja, weil wir einfach begeistert waren von dem Projekt, also der Vollsperrung der A40, um die umzubauen. Was vorher alle Auguren gesagt haben, dass nicht funktionieren kann. Sie hat es eben mit ihren Mitarbeitern und mit ihrem Team bewiesen, dass es geht und dass man, wenn man anpackt und dass alle am gleichen Ziel arbeiten, auch sowas zum Erfolg bringen kann. Und das ist gut fürs Ruhrgebiet, weil es auch den Ruf des Ruhrgebietes positiv beeinflusst. Frau Schaber ist ja, glaube ich, die erste Preisträgerin. Die, und in Zeiten, wo in Bochum eine Bürgermeisterin ist, im Ruhrgebiet eine Regionaldirektorin, im Land eine Ministerpräsidentin und wir eine Bundeskanzlerin haben, war es jetzt eigentlich mal notwendig, dass es eine Frau wird? Ich denke, notwendig nicht, aber ich finde es gut, dass es eine Frau ist und dass eben dieses Projekt von einer Frau gestemmt wurde. Fanden wir sehr beeindruckend und das ist, denke ich, auch ein gutes Zeichen. Okay, danke.